Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Zenless Zone Zero. Wir machen heute weiter in unserem Abenteuer der Story, wo wir hier weiter die Story von Battleborg Heavy Industries machen. Wir sind in Kapitel 2. Letztes Mal hat sich uns Ben Brigger abgeschlossen. Möcher noch hier ein bisschen auf Level 10 rumeiert, weil halt ich immer noch am gleichen Tag bin, wie als ich ihn bekommen habe. Ne? Und ich habe gerade keine Batterieladung, also weiter. Das heißt, ich kann mit ihnen gar nicht fahren, selbst wenn ich wollte. Aber das mache ich dann halt offscreen. Ne? Keine Sorge, da habe ich wieder wenigstens was, was ich hier leveln kann. Weil mir sind wortwörtlich Sachen ausgegangen zum Leveln. Von daher kommt mir halt gerade recht. So, wir gehen hier rein. Wir machen weiter. Wir müssen eine Ramme finden, den Pile Driver. Ne? Eis und Elektro, Schwierigkeiten, Ding. Wir bekommen ja sowieso wieder Charaktere vorgeschrieben. Von daher. Ist das doch eigentlich egal, da kann auch gar nicht schwierig oder leicht oder irgendwas sein. So. One day und then another day. One day and another day and there was another day and after that day there came another day. There are so many days. それにここはただ危険な場所というだけじゃなく、キュートにも近いんだ。長居すると、ろくな目に遭わないだろう。早めにパイルドライバーを見つけよう。ロキシの話だと、パイルドライバーはすぐ前にいんだろう。そんなに時間はかからねえはずだ。So merkwürdig, dass ich mich eigentlich gar nicht hier mitmache, hier so in dem ganzen Getümmel. どちらも性格が大きく変わっていた。グレースもまだその原因を突き止められてないんだ。性格が変わったところで我が社の知能機械だぜ。何か起こったところで、たかが知れ。Wir sind nicht so intelligent, dementsprechend können die auch nicht so intelligent sein. So, da ist er auch schon. ごめんやる、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 
Boah, was bist du denn? Na, komm gefällt hin. Oh mein Gott. So gefällt hin, Bürste. Hier in der ganze Zeit der Konter oder was auch immer. Ich weiß, ich habe meine Ultimate Power, was war hier. Zack. Soll mich aufsparen für den nächsten Kampf oder so. Ah, ist schon in Ordnung, ne? Warte mal. War Koleda gerade auch dabei in einem Angriff? Nee, ne? Na, egal. Das ist aber interessant. Sie hat Angriffe, die nur mit einem bestimmten Charakter irgendwie... Das gibt mir irgendwie Hoffnung auf einige andere coole Aktionen irgendwann, wenn noch mehrere Charaktere dabei sind. Ne? Noch mehrere Charaktere rauskommen, ne? Ich stelle mir irgendwie so vor, keine Ahnung, irgendwann kommen bestimmt irgendwie mal so Zwillinge oder so Charaktere. Und dann packst du die beide im gleichen Team und dann machen die irgendwie voll die synchronisierten Angriffe oder irgendwie sowas, ne? Irgendwie sowas stelle ich mir vor. ユアツ衝撃機構がエネルギー充填体制に入りました。推測地面に対してパイルドライバーを。先ほども同じようなことを申し上げましたね。スターライトナイトに同じ技は二度通用しないと言いますが、残念ながら皆様は単なる光の騎士ではありません。 Das ist das, was da gerade passiert. Ich habe mich gar nicht irgendwie in Frage gestellt. Oh. Da bin ich mir da unten gefallen, aber das war wegen dem Ding. So, was ist hier los? Ich weiß, da rechts konnte man schon weiter, aber da war was, also muss ich das natürlich abchecken. Ne? Hm. Hey, was geht? Na? Müssen wir natürlich angucken, wie dieser Angriff funktioniert, ne? Auf Screen. Ich nehme an, sobald er anfängt, orange zu leuchten, wird der Angriff stärker, ne? Ich muss ja weiter Dreieck drücken. Guck mal her. Ja, ich glaube, ich muss mehr weiter Dreieck drücken. Ich weiß nicht. Werde ich schon oft genau rausfinden, ne, wenn ich ihn hoch trainiere. Nur in so einem Spiel halt irgendwie so fast-paced ist wie dieses hier, stelle ich mir irgendwie so Verteidigungscharakter irgendwie nicht so gut vor irgendwie, ne? Ich stelle mir irgendwie vor, du willst halt so viel Schaden machen wie möglich, ne? In solchen Spielen. So. Ach, sie haut auf das Ding drauf und sorgt dafür eine Druckwelle. Das ist so cool, ne? Ich habe mich auch mal noch irgendwie so diese perfekte Konter damit machen kann mit diesem Angriff. Dieser Angriff, wenn man irgendwie die Gegner ja die Charaktere einswitcht im richtigen Moment. Oder irgendwie mit diesem Angriff irgendwie so funktioniert, wenn man den richtigen Moment einsetzt, ja. Ich werde so geil. Ja, so geil wie massiv er ist, ne? Dieser riesen, weiß nicht, Stahlblock hier durch die Gegend haut.
So. Komm mit, du Pile Driver. Lass ihn wieder nicht hier rumlaufen. Leute. Okay. Brauch ich nicht. Also für ihn. Ich dachte für uns. Weil da irgendwie nur eine Straße war. Deswegen habe ich gedacht, oh, für uns gibt es keinen. Gibt keinen Ausweg mehr. Was? Soll ich etwas Trash-Talk senden, um sich zu beleidigen? Schön abartig. Hentai? Wo warst du denn noch? Schnapp sie dir. Oh, du bist so ein Hentai, du. Du Pile Driver. Ist ja nicht eine Sexposition auch? Pile Driver. Freitag. Seine Anspielung Honkai Star Rail mit Sonntag. Gehen wir gleich ins Theater. Nein. Der Blick von Ben gerade. Komm her, Stück. Oh, weit. Ja, hier geblieben. Aber muss ich den zeitlich erledigen? Ist das, was hier gerade passiert? Also hier, Mann. Ja, oh, mich zu ignorieren. Impaired, okay. Oh, er stirbt. Ja, ich bohr dir deine. Was zum? Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade deine Beine hier in den Boden rein. Haha. Der Ding gesehen. Jemand, der angefangen auch ein bisschen mehr Schaden, ne? Wenn man mit Ben den einsetzt, ne? Nein, ich habe doch geblockt. Ha. Okay, vielleicht sind Verteidiger doch nicht so schlimm. Ich hatte den Sack am Gegner gerade aus. Nein, ich hab doch. Und jetzt die Riesenkeule. Nein. こいつさっきから一言も喋らねえや。言語モジュールはぶっ壊れてんじゃねえだろ。そういうのもずいく。それはねえな。明らかにうちらの言葉を理解してやがる。おい、もう小芝居はやめろ。お互い腹を割って話そうぜ。逃走した3台の重機のうち1台は自己実現に熱な堅物。もう1台は恋する乙女。 ね、お前は何者だ？何が目的だ？なんだよ、お前にも何かしらあんだろ？妙なキャラ付けが。カーツ！無礼者！はあ？キャラだと？
Das ist echt wie Sonntag. Quay, seine Kinder sind Freaks. Spoiler. Du bist angegriffen, ich sehe es schon. Ich bin ein Verteidiger, aber Ich war's gruselig. Ich glaube, den Namen haben wir schon mal gehört, ne? Aufgeklärter Sünder. Okay. So, was? Mir fehlt ein Dings. Was? Wo habe ich denn? Wo hab ich das denn verpasst? Muss ich noch mal später hier reingehen, auf Screen. これがプロボーグ。いつになったら完成するの？完成させるにはね、お金をたくさん賭けないといけないんだ。ダディの会社にはまだ十分なお金がないし、立派な機械を作れるような生産ラインもない。だが心配ない。絶対に我が娘をダディの知能重機に乗せてみせる。こいつはただの機械じゃない。ダディの作った心臓が入ってる。危険なフォローで働ける上に、クレタの言葉もわかるんだぞ。 クレタ、さあ、名前をつけてくれ。名前を呼べばきっとクレタの願いに応えてくれる。うん。ダディ、ダディ、今日は一緒に遊ぼうって約束したのに。ママ、じゃあ、ファマ、かん、あおげめや。ダディは今忙しいんだ。 新しいプロジェクトの競争入札、プロトタイプの外注費、パイオニア記念広場の完了検査。少し待っていてくれ。すぐに終わる。本当だ。パンダ、ダディの嘘つき。なんだって？オルサ、わかっていらっしゃいますよね。 ここはお互いのためにも。ああ、関西の人、ブーザー。見て見ぬふりをしろとでも言うのか。ふざけるな。はっきり言え。あの中には一体何が。おい、答えろ。ダディ、どこに。
わがままを言うんじゃない。ダディは大事な用事で出かけるんだ。おとなしく家でお留守番してくれ。すぐ帰ってくる。ダディとの約束だ。そうしてあいつは私の前から姿を消した。あの嘘つき。社長。社長。あ、呼んだかアッペン。 Oh. Ich sagen, wir wollen schon mal bestimmt herausfinden, ne? Warum sie die Leiterin ist, ne? Weil das wurde irgendwie noch gar nicht so erklärt, so. Als wir die ganze Gruppe getroffen haben. Was ist los? Was ist mit deinem Auge passiert? Einen Moment hatte sie auf einmal kein Auge mehr. お前らのおかげでうちらは土壇場を乗り切れた。パエトン、力を貸してくれてありがとな。今、レースが3台とも点検してる。あいつほどの腕があればすぐに原因がわかるはずだ。なんだよ。何か言いたげだな。ディラマーカーでナムコース実はもう一つ疑問に思っていることがあるんだ。 ファイルドライバーが言っていたホルスって。おっと、もうこんな時間か。社長。いや、てなんで、大丈夫だ。そんな風に気を使わなくていい。今ここで答えなかったところで、ネットで調べりゃすぐに出てくるようなことだ。それに、プロ騎士の兄弟はうちらの恩人で、信頼できるダチだ。 はぐらかす必要ねえよ。プロ騎士、安藤がゲストで出たテレビ番組を覚えてるか？あの時司会者が、あ、まあ、ね、ナームラブションがね。横綱の社長が大金を持ち逃げしたって言ってたろ。あれをしでかしたのは、当時の白義重工社長のホルス。フルネームはホルス・ベロボーグ。フルネームだ。私の親父だ。旧と陥落前日の夜、 白義重工の口座から大金がごっそりなくなったんだ。それと時を同じくして、あいつは調査による結論はこうだ。白義重工の経営悪化、並びに当時請け負っていた記念広場の完成が間に合わないことを恐れ、ホルスは経費を持ち逃げし姿をくらました。 Die Story ist so viel einfacher zu kapieren als in Honkai Star Rail oder Genshin Impact. Aber ganz ehrlich, zu mir, man will ich endlich mal mit hier. Was ist in der Story passiert? Tut mir leid, dass ich gefragt habe. ホルス・ベロボーグを親父だとは思ってねえよ。今の白義重工だってあんな無責任なやつとは何の関係もねえ。待つんだ、クレタ。自分の父親に対してそんな言い方はないよ。当時会社の口座からお金がなくなったのは事実だけど、それがホルスさんの仕業だと証明できる人はいないじゃないか。治安局が言うところの調査結果も持ち逃げ説も、 最初から彼らの存在な推測に過ぎない。父親の不在で君が辛い思いをしたのはわかるし、治安局に良くない印象を植え付けられたのも仕方のないこととはいえ、ホルスさんをそこまで恨む必要はないじゃないか。それにあの人が失踪した時、君はまだ幼かった。彼と過ごした時間も多くはないんだから、わからなくても無理はないさ。私たちにとって ホルスさんがどれだけすごい人だったか分かってねえのはお前の方だろ。ああ、その、なんだ、プロ棋士さんにホルスって名前の説明ができれば。いや、それはグッド。ごめん、ライダーズ、ich gefragt habe。そうだ、グレース。安藤と一緒に知能銃器たちを点検してたはずだろ。
それを放り出して一体何しに来たんだ？あの子たちが逃走した原因について目星がついたって知らせに来たんだ。本当か？それは良かった。うん、三台ともロンリコアをチェックして分かったよ。あの子たちは逃走する前にホローの深部から同一の信号を受信していたんだ。その信号の識別コードはうちの会社の知能機械とフォーマットが同じだった。そこから解析できた文字列は BLG プロトタイプ。そうだよ、クレタ。信じがたいことだけど、この信号はどう考えてもプロトタイプから送られた。Nachdem den Kollega den Namen gegeben hat am Anfang。プロトタイプってなんだ？Da wir da gesehen haben, Hakuin-Juko-Kai-Hatz-Steita-Sai-Shono-Chino-Kikai-Ka-Toji-Wagasha-No-Sei-San-Lain-Wa-Hokani-Okre-O-Tot-Teite-Jibun-Tashite-Kai-Hatz-Dekita-No-Wa-Kak-Tonar-Parts-Dake-Dat-Tan-Da-Ato-Wa-Zen-Bu-Zmen-Dori-Ni-Sei-Zo-Suri-O-Kai-Chu-Sezaru-O-E-Nakata-Da-Na-O-Shi-Kana-Kan-Sei-Ste-Ato-Wa-Shikarai-Dake-To-Yu-Tokoro-De-急と陥落事件が起きてしまった。外中先はホロー災害に巻き込まれて消滅し、プロトタイプも行方不明になったはずだったが。プロトタイプは消えてなんていなかった。しかも未だに一部の機能は生きている。おちびちゃん、これから君が嫌がるような話をするよ。あの人とはもう関わりたくないだろうけど、プロトタイプも立派な会社の資産だ。あそこに搭載されているロンリコアにも多大な価値がある。君はどうしたい？プロトタイプを探す？それともそんなものは初めからなかったことにする？クレーラスの Kopf hängen, ohne einen Laut von sich zu geben. 社長、頭冷やしてください。てめえもだ、グレース。何も今日中に結論を出すことはねえ。どんな強靭なパーツにだって金属疲労ってのがあんだ。フォローを走り回った人間なら言うまでもね。たっぷり休んどかねえとな。ああ。Ich muss wieder meinen Tag verbringen, ne? こんなに遅くまで付き合ってくれたんだから。Warum wollen alle Leute immer, dass ich mich ausruhe? Ich kann immer noch weiter. 一旦帰って休んでもらうのがいい。Was für neue Funktionen warten da noch auf mich drauf? 必ずまた連絡する。その時はもう一度力を貸してほしい。うん、さあ、spricht die aktuelle Situation mit Bell? Wupp. Ich dachte ja nochmal was. Musik erinnert mich irgendwie an Digimon World. So, Bell, wenn wir da. Es war kein Zuckerschlecken bei der Bock Heavy Industries bei der Suche nach den drei verschwundenen Maschinen zu helfen. Und jetzt da alles wieder zu einem Problem mit dem Proto. Und jetzt hat das alles zu einem Problem mit dem Prototyp geführt. Das stellt sich heraus, dass sich der Vorfall von Bellbock Industries auch während des Falls der alten Hauptstadt ereignete. Der Fall der alten Hauptstadt hat zu viel geändert. Ja, damals wurden zu viel Geheimnisse unter den Chaos begraben, darunter Dinge, die wir untersuchen wollten, und die Wahrheit unter dem Verschwinden von Koledas Vater. Ich verstehe, dass Koleda ihre Vergangenheit hinter sich lassen möchte, aber kann man sich wirklich von der Vergangenheit lösen? Wie auch immer, wenn Bellobock Industries sich entscheidet, den Prototyp in der Höhle zu suchen, möchte ich den Auftrag annehmen. Weiß, was meinst du? Das ist auch mein Plan. Das ist auf die Nacht von Koleda warten. Das sollte nicht allzu lange dauern. Nur schon wieder irgendwas machen. Alles klar. Gut. Ja, dann mal, wo ist mein Zimmer? Da ist mein Zimmer. Okay, Kissen sah so komisch aus. Gehen wir nach dem Kapitel auch wieder so ein Foto hier. Eine gute. Ist es nicht ein wenig respektlos gegenüber dem Gott der Erholung? Prototyp Bellbock Industries, Koledas Vater. Wie viele Lebenswege haben sich durch den Fall der alten Hauptstadt verändert? In der Zukunft dieser Art von Geschichte immer noch?
durchaus. Keine Ahnung, ob Battlebox Industries schon eine Entscheidung gefallen hat. Ich gehe mal zu Bell und frage, ob es Neuigkeiten gibt. So, ich muss schon sagen. So, das ist eine Quest. Aber das mache ich auf Screen alles. Weißt du, bist es. Was hast du zu sagen? Gibt es Neuigkeiten von Battlebox? Ja, deswegen. Ich wollte gerade dir sagen, boah Leute. Es ist bestimmt schon der 10. Grammatikfehler, den ich in diesem Spiel gefunden habe. Anto hat mich um dein Knock-Knock-Konto gebeten. Was? Ich glaube, er wird bald eine Nachricht. Was zum. Anto? Meinst du Anton? Hat mich um dein Knock-Knock-Konto gebeten? Was ist dieser Satz? Ist dieser Ton von einer Nachricht? Was? Was ist hier gerade los? Bist du das, Anton? Ja, genau, ich bin das. Das ist mein eigenes Konto. Ich melde mich heute, um dir mitzuteilen, dass unser Präsident endlich dazu entschlossen hat, den Prototyp aufzuspielen. Wollt ihr ihn an? Er nimmt den Auftrag doch an, oder? Ja, keine Sorge. Das ist großartig. Ich wusste, dass ihr den Auftrag annehmen würdet. Haben sich Quella und Grace versöhnt. Nun, diesmal ist bei beiden sehr ernst mit Herrn Kors. Macht aber keine Sorgen, die beiden haben schon viel Schlimmeres gesehen. Sie können das auf jeden Fall schaffen. Was hältst du von Herrn Kors, Anton? Das fragst du mich? Herr Kors hat mich gerettet. Ich glaube nicht, dass ein Mann wie er sein Geld aus dem Staub macht. Das ist meine Antwort dazu. Echte Männer müssen manchmal einen Kauf nehmen, dass sie auf dem Weg nicht verstanden werden. Ja, wir sind ganz weit vom Thema abgekommen. Wir wollen mit dir über die Suche nach dem Prototyp sprechen. Willst du morgen mal bei uns vorbeischauen, wenn es dir passt? Ja, kein Problem. Oh, danke. Okay. So, Bell hat sich jetzt wiederholt. Anton möchte sich morgen mit dir auf der Baustelle treffen, um über ihr Suche nach Prototyp zu sprechen, oder? Das heißt, Bellbock hat sich endlich entschlossen, ihn zurückzuholen? Ich werde morgen losgehen. Ja, die Höhle verändert sich ständig in und die Gefahr lauert überall. Es ist besser, die Dinge so schnell wie möglich zu finden. Am nächsten Morgen. Jetzt wird er vorspulen. Weiß, gehst du bald? Pass auf dich auf. Ich bin immer bereit, dich zu beschützen. Dich zu unterstützen, mein Gott. Okay, Lagerbereich. Ist ein anderes Gebiet. Was hat wieder? Nee. Na gut. So Leute, was steht? Ich meine, was geht an? Was steht? Na, sie war dabei. Dann können wir uns endlich an die Arbeit machen. Ich verstehe schon. Claire gibt gesenkten Kopf davon. Ich glaube nicht, dass er mit Grace irgendwie was zu tun hat. Aber klang irgendwie gerade abgehackt, oder bin ich mir neu?
プロトタイプとの交流をきっかけに子供たちはさらに賢くなったということさ。でも3台のうちプロトタイプからは明確なメッセージを受けたのはファイルドライバーのフライデーだけだった。あの子がずっと言っていた封印を固めるっていうのがまさにそのことだよ。Reden Freitag immer noch darüber? まさか、まだ同じ噂を繰り返しているのかい？彼、逃げることを諦めていないんじゃ。安心して。君の死、ホルスのところまで連れて行ってあげるって約束して以来、急に言うことを聞くようになったし、現場にも復帰したんだ。ただ封印については最後までうまく説明できなかったみたいで、プロトタイプが助けを求めてるって解釈することにしたのさ。プロトタイプが送信したデータを調べてみたところ、最初に受信したのはファイルドライバーだった。そのメッセージ量も3台の中では一番多かったよ。他の2台は受信した量も少ない上に、内容自体もところどころ途切れていた。何全然動いてない。それにあの子たちが逃走した後、会社の他の知能機械はプロトタイプからの連絡を一切受けていない。つまりこれらを総合するとプロトタイプの通信モジュールにはもう自主的に他の設備と通信するだけの力がない可能性が大きいな。そう、おちびちゃんもきっとそれに気づいてる。だからこそ早く決断しなかったことを後悔しているんだ。でもあの子が自分を責めるにはまだ早い。プロキシ、うちの知能機械はメッセージを受信すると通信モジュールが自動的に1バイトのリプライ信号を返すようになっているんだ。この機能なら消耗が少ないからまだ生きてるかもしれない。ということは3台の子供たちにプロトタイプへ呼びかけてもらって向こうが返してきた信号を追跡すればその位置を特定できる。プロキシ、時間がない。フォローでのガイドや位置情報の分析は任せたよ。Alles klar. Ja, das wollte ich hören. Meins. Okay. Na, dann mal los. Schaffen wir noch in einem Part so? Unter einer Stunde? Ich weiß nicht. So, hi, Bell. Bye, Bell. So. So. Perry, du musst mir wortwörtlich nicht jedes Mal sagen, ich war wortwörtlich gerade da und sie kommt direkt und sagt mir wieder so, oh, du musst das hier machen. Ich habe gerade mit den Leuten geredet. So. Ein bisschen nervtötend, dass sie mir immer genau das sagt, weil ich gerade schon herausgefunden habe. Übrigens, das musst du machen. Ich habe 2 Minuten... Boah, Leute. Ich nehme an, das ist, wenn man irgendwie, keine Ahnung, ja... Nach der Cutscene hier irgendwie einen Tag Pause macht oder irgendwie so, aber trotzdem, mein Gott, das ist nervtötend. Noch viel nur noch nerviger. Ich hab mal kurz einen Schluck. Na, Ben, mata kono baso ni modotte kuru hame ni naru to na. なんだよ、ここら辺に来たことがあんのか。キュート陥落前は開発途上の新エリアとしてそれなりに注目を浴びていたんだ。Ist ja eine Hauptstadt irgendwie mit der alten Republik in Final Fantasy 7 Rebirth hier verwandt. Mein Name ist jetzt überall. うちの会社もこの辺りでプロジェクトを手掛けていたことがあったな。それはさておき、早いところプロトタイプの捜索を始めよう。Okay. 今回は私が行動計画を説明するね。まず最初にファイルドライバー、デモリッシャー、デュアルショベルの3台をフォローのテレポートに送り込むの。それぞれが配置についたらグレースさんが信号発信機を起動する。3台にはプロトタイプのリプライ信号を受信させて中継機の役目を果たしてもらうよ。3台が中継する信号の強度はそれぞれ異なるから、次は彼らの近くに適した場所を見つけて信号を分析する必要があるの。そうすればプロトタイプの具体的な座標が見つかるはずだよ。
それと私たちが信号を分析し終わるまでプロトタイプとの通信は継続してなきゃダメだからね。グレースさんとパイルドライバーの持ち場はこの近くだから私が連れてくね。お兄ちゃんは他の人たちと一緒に後の2台を指定地点に連れてって。Pass auf, ich muss noch kurz rein. Okay, sorry, ich muss doch mal anders kurz machen. Aber diesmal am besten alle Dinge einsammeln, wenn es geht. Krieg ich Bomben? Oder krieg ich jetzt hier. Denken Sie. Vor der Rami, Rami in der Nähe zu begrüßen und sie Hindernisse wegräumen lassen sollten. Dann begrüße sie. Begrüße sie. Das weißt du noch nicht, Ferry. Ausgezeichnet. So, aber hier sind, da oben ist noch ein Gegner. Oh Mann. Sound only. Was zum? デプロイが完了しました。依頼人、グレースからの通信をつなげます。プロクシー、臨時の制御ツールを転送したよ。これを使って子供たちに進行方向を指示して。方向ボタンを押すと、デモリッシャーを四方に動かせるんだ。私たちの目的は、みんなを適した場所まで誘導し、捜索信号を発信して、プロトタイプを探すことだよ。デモリッシャーを向かわせる場所の座標をアップロードしたからチェックして。そうそう、デモリッシャーは壁を破壊できるけど爆弾の処理はできないんだ。大事にしてあげてね。オーケー。必要なデータをアップロードしたから。ウィンスピーチね、ガール。頼んだよ。オーケー。Ich nehme an, die Gegner werden mir nichts anhaben, ne? Aha! So, der ist ja in Sicherheit, der krieg ich nicht. Ich mache natürlich alles kaputt, ne? Ich nehme an, wenn ich da oben hingehe, dann. Ich hab kaputt gemacht, ne? So, aber irgendwie will ich noch da unten hin. Ah, hier, ne? Glaube ich, keine Ahnung. Deswegen, danke. Ich finde das jetzt nicht so schlimm, diesen Spielmodus, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, relativ lustig. Alles klar. Ich habe schon alle Wände kaputt gemacht. Sterb. Der ist einfach unbesiegbar gegen die Dinger. Ne, warte mal, wenn ich das mache, dann mache ich das andere Ding da kaputt, ne? Ja. Wenn ich da oben die Bombe kaputt mache, dann mache ich da die Kiste da kaputt, glaube ich, ne? Okay. Yes,
3台とも指定の位置に着いたぞ。グレースさん、聞こえる？今からプロトタイプに信号を送ろう。細かい操作は頼んだからね。Mache dich auf für uns. それじゃあ子供たち、あとは任せたよ。頑張って先輩に呼びかけるんだ。うん、デモリッシャーのところにリプライ信号が返ってきた。よしよし。三台ともプロトタイプからの信号を受信したよ。やった。Fam, Leute, was ist los? Das Spiel kriegt einen Schlaganfall. そいつは何の音だ？大したことじゃないよ。エーテリアスが来ただけさ。すぐに片付ける。発信機の高周波はプロトタイプだけじゃなく、エーテリアスにとっても刺激になるようだね。グレースさん、待って。強いエーテル反応を示す個体が近づいてる。お供がパイルドライバーだけじゃかなわないよ。グレース、発信は一旦止めろ。これ以上エーテリアスを刺激するのはまずい。Den schnapp ich mir. パイルドライバーと一緒にそこから離れるんだ。オチビちゃん、それはダメだよ。さっきプロキシも言ってたじゃないか。信号の分析が終わるまで通信は継続させなきゃダメだって。私は発信を止めろと言ったんだ。今そっちに向かってる。続きはうちらがエーテリアスを倒してからだ。クレタ、聞いて。確かにプロトタイプはリプライ信号を送ってきた。だけど変身の感覚は今この瞬間もどんどん遅くなっているのが現実さ。つまりプロトタイプの通信モジュールにはもう全てのメッセージに返事をする余力はないんだ。今止めたらもうチャンスはないかもしれない。Unnötiges Drama, ja. Ron Likoa war Hakugi Juko にとって大事なものだよ。私はそれを簡単に諦めるわけにはいかないさ。グレース、バカなことすんな。諦めるとかそういう問題じゃねえだろ。お前一人じゃそんだけのエーテリアスには勝てっこねえ。プロトタイプがなくなったところでまた新しい技術を開発すりゃ。クレタ、この辺にしておこう。お客さんが来た。こいつらの相手をしながら君と言い争う余裕はない。おい待て、グレース行くな。兄貴、くそ、マイガッ、どいつもこいつも自分勝手なこと言いやがって。プロキシ、今すぐ助けに戻るぞ。OK。 警告、危険度の高い敵個体を検出。ああ、見てたしょうがない。敵個体はグレースの所在地へ急速に接近しています。まずいよ、早く助けに行かなきゃ。Ah, lass mich erstmal hier. Ich will auch. Das ist wie so eine. So wie in Cartoons, wenn die irgendwie in so eine Staubwelle irgendwie sich prügeln. Ich spring da einfach rein. So, ey, was geht? Da habe ich schon AP verloren. Was? Was ist denn hier los? Da. Da. Ja, aber Great schon lange nicht mehr gespielt, ey. Ist irgendwie gar nicht mehr Teil hier. Im ganzen Team hier. Aua. Aber war mir ist außerdem aufgefallen, Charakter kriegt ein Schild hier, nachdem er seine Dings eingesetzt hat. Ich nehme an, das ist ein Schild, ne? Diese blaue. Ja. Beide übergezogen. So, ey, was geht da? So.
Na. Wie lange brauchst du denn, um diesen Angriff aufzuladen? Okay, das Spiel ist so viel stärker als im Genshin Impact, ey. Ja, außer manchmal irgendwie deine ganzen Kombos und Ultimate auf die Gegner. Und die stört er gar nicht, ey. Ich bin ja noch am Anfang des Spiels, ne? Vielleicht wird das Spiel irgendwie am Ende auch krippelhart, ne? Man weiß es ja nicht, ne? Aber kann ich auch mal wieder Genshin Impact spielen hier, ein bisschen streamen, weil bald kommt ein Charakter, den ich wieder unbedingt haben will. Kommt ja nicht Nilo. Ja, als Rerun. Also wir schon seit Ewigkeiten haben. Was? Zack. Mein Gott. Dann ist dieser Kampf ja noch. Mit dem will sich ja Grace hier die ganze Zeit alleine kloppen. Mein Gott. Diesen Sprungangriff so geil. So, mein Gott. Grace, Sotchi wa daijoubu ka? Anshin shite. Prototype to no tsushin wa mada tsuzuite. Dare ga tsushin no koto nanka kiiten da? Atashi wa omae ga buji ka dou ka tte kiiten da yo. Kleiner Stirn drüber. ジャンピングスマッシュなんてひどいじゃないか。ぶたれて当然だろ。なんで社長の命令を無視して突っ走った。おまけにこっちとの通話は一方的に切りやがって。いくらお前がイカれた機械オタクだからって。限度ってもんがあるだろ。会社のためだなんだとほざいてたが。プロトタイプを見つけたところで、もしお前に何かあったら意味ねえだろ。 お前以外の。あ、ich war aber auch auf Kollegas Seite die ganze Zeit. Vor allem wir. Ich sitze hier gerade schön bequem in einem Raum. この先のことにどう立ち向かったらいいんだ。ごめん。君たちとの通話を切ったことは謝るよ。エーテリアスを相手にしつつ通信を継続させることで頭がいっぱいだったんだ。君たちが来るまで持ちこたえる自信はあったけど言葉足らずだったばかりに不安にさせてしまったね。もう終わったことだからな。お前が無事だったならそれで十分だ。 Wenn ihr einfach ehrlich zueinander sein könntet. Und jetzt küsst euch. Alles klar. So. Sausak-Data war 10 Atzmatte, ja. Prototype no ich Tokteni, Torikakaro. Muss ich sagen, direkt in der Mitte. Okay. Ich muss aber erstmal da oben hin, wegen den ganzen Scherz. Warte. Oh, kann ich da gar nicht. Boah, ich hatte mit dem
mit den Fahrzeugen hier sammeln müssen. Hier unten ist auch noch was. Oh, Leute. Ich dachte, wir haben den schon. Okay, Ladies, haut rein. In der Zwischenzeit. Dore. Erwähl mir die Auflösung, das von Fairy and Grace Tablet gesendet wurde. Es zeigt den Ort des Prototyps, bevor er von der Höhle verschluckt wurde. Auf dem Bild ist ein seltsam geformter Turm zu sehen. Okay. Ich dachte, du brauchst eine Lesebrille dafür. プロトタイプの位置に何か問題でもあんのか社長当時仙台が失踪する前に白銀重工は新しい地区開発プロジェクトを請け負っていた それが、パイオニア記念広場の施工だ。この見取り図にある建造物は、タワーなんかじゃない。まさに、あの記念広場の中央にあったモニュメントなんだ。なんだって?プロトタイプは、あいつが途中で工事を投げた広場にいるだと。一体、どういうことだ?それは、俺にもわからない。 今これを見て急に鳥肌が立ったんだ。プロトタイプがそこにいるのは仙台が何か伝えようとしてるからだと思えて。そうだ。フライデーの野郎も言ってた。我がしホルスの声が聞こえたと。ベン、アンド、お前ら考えすぎだっての。ファイルドライバーがあいつの名前を口にしたからなんだ。 Aufgeklärte Sender ist Kors, nehme ich an. Na gut. Boah! Nice. Meiner. Okay. Letzte Ding haben wir gefunden. Was ist das hier? Oh, ich hätte vielleicht HP regenerieren sollen. Oh, ich habe zu viele Belohnungen verpasst. Monument was war プロ騎士を機会に乗っけてやれ。グレース、ちゃっちゃと歩けよ。どうかしたのか?私?うん、考え事をしてただけだよ。ならいい。もし怪我したのを黙ってたりしたら、ただじゃおかねえぞ。おやおや、おちびちゃん、仮にも姉貴にそんな口を聞いちゃっていいの? Ich wusste gar nicht, dass man Aniki auch für Frauen sagt. Ich weiß, dann sagt man bei Männern. So zum Bruder, ne? Außer sie sagt halt irgendwie in so einem männlichen Ton, ne? Weil ich könnte mir vorstellen, sie redet wahrscheinlich in den. Sie ist definitiv so eine Art Charakter, der Boku sagt, ne? Also in so einem männlichen Ton, ne? Gibt ja auch Mädchen, die irgendwie in einem männlichen Ton irgendwie reden, ne? So könnte ich mir halt irgendwie vorstellen.
私は社長失格だ。次にそんなことを言ったら怒るよ、おちびちゃん。君はこれまで必死で頑張ってきた。私はそれを誰よりも知ってる。だいたい君はまだ育ち盛りだってのに、朝から晩まで働きすぎなのさ。人間の体は機械じゃないんだよ。この私が言うんだから、よっぽどのことだと思ってほしいな。技術には興味ないってふりをしときながら、引き出しが何度も読み返してボロボロの論文で溢れてるのも知ってるよ。確かに私の論文は傑作だけど、普通君くらいの女の子はまだ漫画とか読む年頃だろ。そんな君に比べたら私の方こそ幹部失格さ。白義重工のためだと口にしながら、本当はホルスさんの遺産を見つけたいだけなのかもしれない。プロトタイプをその目で見れば、ホルスさんがどんなに素晴らしい人か、きっと君も分かってくれると思い込んでた。Sie war dabei, als er gebaut wurde, oder? 素晴らしい人が実の娘に認めてもらえないままだなんて、そんなの悲しすぎるからね。姉貴、でも分かってないのは私の方だと言われた時、遅まきながら気がついたんだ。クレタ、ホルスさんについて今までずっと隠してたことがあるんだね。私は実は親父が飛んだ夜、あいつが家を出てくのをこの目で見たんだ。Auge. 夜中にリビングで電話する声がして、私は目が覚めた。なんだろうと思って部屋から出てみると、あいつが何かでパンパンのカバンを手に、何も言わず家を出ようとしてたとこだったんだ。嫌な予感がした。私はあいつにしがみついて、こんな夜中にどこへ行くのか大声で問い詰めた。その時偶然カバンの中身が見えたんだ。大量の札束がな。後から知ったことだが、あれこそまさに白義重工の帳簿から消えた金だったってわけだ。そんなことが。はっ、これが事実だ。そんなものを見た上に治安局の報告まで聞いちまったら、お前らみたいにあいつを信じ続けらんねえのも無理ないだろ。くれた、君はずっと一人でそのことを抱えていたんだね。どうしてもっと早く言ってくれなかったんだい。みんなに話せば少しは楽になっただろうに。さあな、みんなに話したら親父が本当に悪者になっちまう、そんな気がしたんだろうな。けどお前の言う通り、いくらか気持ちがマシになったみてえだぜ。おちびちゃん、一つだけ約束してくれない？これからは何があってもみんなと一緒に乗り越えるって。白義重工は君の家なんだ。ホルスさんがいなくなっても君には私や安藤にベン、家族がいるんだ。分かった、約束する。それに事実は時として真実を曇らせる。ホルスさんにはそうせざるを得ない理由があったのかもしれない。私のわがままかもしれないけど、うん、ホルスさんの残した謎が白義重工に影を落とし続ける限り、私は答えを追い求めたいんだ。だけど今はプロトタイプを見つけるのが最優先だね。そろそろ先を急ごう。Ja, wenn ihr euch weitermachen lassen wird. So, ja. So, mach.